Hier spricht Ustra und ihr seht eine weitere Folge auf Orcs and Men und wir befinden uns hier auf der sehr idyllischen Insel der Klagen. Und hier begegnen wir unserem finalen Ziel, hoffe ich, dem Imperator. Und mal schauen, was wir da nicht alles reißen können, um ihn zu zerreißen. Haha. Also ich finde es wirklich idyllisch hier, was soll ich denn dazu sagen? Erstmal gucke ich auf den Wachturm, vielleicht ist hier noch, jemand, den ich das letzte Mal übersehen habe, den ich vielleicht meucheln könnte. Nein. Weil die stehen alle sehr gut, um sich gegenseitig zu decken. Zumindest im Moment. Oh, oh, oh. Ah, Hunde. Shit. Großer. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht wirklich alle. So, okay. Erstmal hier ein bisschen die... Ich sehe wieder bestialisch. Gar nix. Wie wär's, wenn du mal den Hund zerreißen würdest, nachdem du dann auf die gehst? Und Styx, du kümmerst dich um die? Ja, das sieht schon ganz... Nee, nicht auf den Hund, weiter auf sie. Das sieht schon ganz gut aus. Ich sehe hier gar nichts. Wir sollten aber auch mal unsere neue Fähigkeit, nämlich Wut zum Leben, einsetzen. Danach Wutfreigabe. Mal schauen, was das so bringt. Da sind wir ja noch nicht ganz so drin. Oder beziehungsweise ich bin da noch nicht ganz so drin. Hier versuche ich mal ein bisschen Leben abzuzapfen. Das klappt ganz gut. Ich hau erstmal ab mit ihm. Wenn das irgendwie möglich wäre, nein. Na gut, das ist natürlich jetzt schlecht gegen vier Leute. Wird sich Arkeil hier nicht behaupten können. Ja, ja. Okay. War dumm von mir, ich habe den Hund nicht gesehen. Ja, verurteilt mich ruhig. Ihr kennt das ja zuhauf, dass ich immer auf Oxenman nicht gerade eine Leuchte bin. Das versuche ich ja immer noch zu verbessern, auch wenn es jetzt langsam dem Ende zugeht und man wahrscheinlich nicht mehr hingucken kann, weil ich so ein Depp bin. Aber wenn ich jetzt schnell genug war, könnte ich die abmeucheln, ohne dass mich einer sieht. Ist so meine Vermutung. Dann halt nicht! Gute Axt hier. Sauber! Das hätte ich nicht gedacht. Okay, jetzt sind wir aber dabei. Der Hund rennt schon nach Arkai. Der freut sich natürlich hier auf ein bisschen Frischfleisch. Ich meine, Hund kann man doch essen, oder? Auf jeden Fall denke ich mal, dass der Ork den locker essen kann. Ausgewichen, nein! Unnötig. So, da kommen noch ein paar andere angejankt. Soll aber nicht so schlimm sein. Nachdem wir jetzt mal den Hund erledigt haben, könnten wir mal eben hier Rundumschlag machen. Ich bin mir noch nicht sicher, nein. Erstmal Wut zum Leben und dann können wir da wieder fleißig draufhauen. Styx hat noch so viel Energie. So viel Energie. Und wir nutzen die einfach nicht. Die hauen aber auch zu, das ist unglaublich. Hier versuchen wir nochmal Wut zum Leben und dann versuchen wir nochmal der Frau eine zu kleben, auch wenn man das im normalen Leben nicht tun sollte. Okay, dann nochmal Wutfreigabe. Okay, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir gleich Styx wiederholen. Am besten immediately, also sofort. Und dann können wir weiter prügeln. Die sind ganz schön aggressiv, die Schlangen. Naja, vergiss das mal wieder mit dem. Mach lieber das. Rüstungszerreißen, hier ein bisschen davon, ein bisschen hiervon und ein bisschen davon.
Na gut, komm, kümmere dich mal um die. Okay. Alles klar, wir kommen doch weiter. Ich habe schon das Schlimmste befürchtet. Puh. Mögt ihr eigentlich den Herbst? Ich mag den Herbst. Ich bin froh, dass es vier Jahreszeiten gibt, jetzt wo ich mich hier so umgucke. Und es hier etwas herbstlich aussieht. Würde ich schon sagen, dass ich ein Freund aller Jahreszeiten bin. Mal so nebenbei am Rande. Ich mag Sommer, Frühling, Herbst und Winter. Wenn alles so in den Farben ist, ist es im Herbst schön. Wenn alles aufblüht, neu, schön. Wenn man in die Gegnerhorden reinläuft, weil man über die Natur schwafelt, auch schön. Auf geht's. Okay, den haben wir. Den nächsten. Und den nächsten, bitte. Ja, so, den Hund, den habe ich bestimmt gemeint. Snix. Den habe ich garantiert gemeint. Auf jeden Fall sind das wirklich Meister. Diese ganzen Schwestern der Klagen. Ich habe mich schon Sorgen gemacht. Aber die sind wirklich stark. Muss man ja mal sagen. Ich weiß nicht, ob wir dann sofort zum Tempel da gelangen. Wäre ja cool, oder? So viele Fragen und irgendwie weiß ich immer noch nicht, ob wir das alles schaffen können. Ich meine, dieser Selee, der Supergroßmagier, ist ja auch noch irgendwo hier. Oder der, besser gesagt, der wird hier auch irgendwann notgedrungen auftauchen. Da müssen wir ja kein Geheimnis drum machen. Das wäre verblüffend. Der Hund ist verblüffend. Hammer. Das wäre verblüffend, wenn er nicht mehr auftauchen würde. Und wenn ich noch den übelsten Fight gegen ihn machen müsste. Okay. Mutter der Klagen. Die hört sich auf jeden Fall gefährlich an. Die Hunde können wir, denke ich mal, hier so... Arkay. Arkay! Bleib in Reichweite meines Schwerts! Obwohl, da könnten wir mal eigentlich die Wutfreigabe machen, nachdem wir uns dann ein bisschen Lebenskraft geholt haben. Und dann widmen wir uns wieder dem Rundumschlag. Und hier lassen wir mal die Mutter der Klagen mal eine Runde klagen. Und zeigen mal ihren Töchtern, wie das ein wahrer Meister tut. Still, leise und man wird vom Hund entdeckt, wenn man keinen Bock mehr hat. Ja, Rüstungszerreißen bei dem Hund war auf jeden Fall das Nonplusultra der Intelligenz. Mehr habe ich nicht zu bieten. Das war's. Intelligenzgrenze erreicht. Deswegen spiele ich das ja auch. Ich kann mich mit Arc infizieren auch, aber auf jeden Fall identifizieren, was die Dämlichkeit angeht. Nein, lauf! Nice! Da ist irgendwas Schwarzes aus der rausgespritzt und da war es das für die. Sehr vorbildlich. Unser kleiner Ork hier, der erste der Goblins, Styx, haben wir herausgefunden. War vorher ein sehr mächtiger Ork-Schamane. Tja, ist die Frage, wo wir lang gehen. Wir können hier durch den Busch gehen oder wir können dem Weg folgen. Wir können hier durch den... Warum bin ich da schon? Oder ist das ein anderer Wachturm? Verdammte Axt. Bitte was? Der Hund hat die gewarnt, okay. Die bewegen sich jetzt alle nach mir. Herzlichen Glückwunsch. Oh, gerade die vier auf der Seite machen wir gleich zu schaffen. Ja, die kommen wirklich alle. Das habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Und das ist auch gefährlich für uns. Das ist mega gefährlich für uns. Das war's für Ark. Gut, jetzt versuchen die natürlich irgendwie auf Ark zu gehen. Ja, so ist gut, Styx, so ist gut. Wow. Also ich muss schon sagen, da sollte ich vielleicht mehr auf Fernkampf gehen, wenn er solche Bretter da weghaut.
Hammer! Hier nochmal einen genauen Wurf, dann kann der auch schon nicht mehr. Und dann nochmal einen genauen Wurf, dann hat sich das ja schon erledigt. Zack. Ausgewichen. Na gut. Bist ja auch nicht einfach so irgendein Hampelgegner. Du bist ja schon etwas stärker. Hilft aber alles nicht, meine Dame. Neue Stufe erreicht. Attributpunkte verfügbar. Sehr gut. Wir kommen wirklich besser durch, als ich dachte. Dann gehen wir hier ein bisschen auf die... auf den Geist. Irgendwie habe ich jetzt daran Gefallen gefunden. Und wir verbessern den Schaden pro Sekunde um 100%. Mindestens. Das ist auf jeden Fall das Nonplusultra. Aktion kann nicht unterbrochen werden. Wie viel Leben habe ich denn? 500. Oder zusätzlich mehr Punkte Leben. Ich finde das mit dem Nicht-Unterbrechen, das ist ganz gut. Dann kann ich nämlich gleichzeitig Wut abbauen und... ja, wir gehen auf jeden Fall in Ausdauer. Das ist ja der Tank von den beiden. Wer es aus dem MMO kennt, eher der Schläge abkönnen sollte. Ach, toll, toller Shortcut übrigens auch. Ja, hat sich auch gelohnt, das hier mitzunehmen. Meine Güte. Ich habe auch Laberwasser getrunken die letzten Tage. Irgendwie kann ich auf einmal frei von der Leber wegquatschen, ohne dass ich mir selber merke, dass ich quatsche. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Habe ich mir auch gedacht, dass es ein schlechtes Zeichen ist. Das habe ich mir schon gedacht. Danke. Kamehameha! Darf man das eigentlich sagen oder ist das geschützt? Egal. Boah, das ist so heftig. Arg, machen wir noch einen Umschlag oder zwei. Ich brauche ja gar nichts anderes mehr machen. Eigentlich. Das ist ja so krass. Und das kostet null irgendwas. Ist das jetzt ein Glitch? Mache ich hier was, was ich normalerweise nicht machen sollte? Ich meine, die... die ging ja drauf wie nix. Hau mich nicht! Wich, du Blöder! Cool. Auf jeden Fall bin ich hier der absolute Schatten... Super, Mega, Hyper... Goblin. Gefällt mir. Gute Wahl mit dem Weg. Sehr gut gemacht, Oster. Ja, danke, Oster. Schwester mit Gnade? Oder der Gnade? Oder des, der, wie, was, Gnade? Wer kennt Gnade? Schwester in der Gnade. Wandelt 5% des verursachten Schadens in Lebenspunkte um. Ah, oh, ne, das sind meine Vampir-Clown. Schaden 10, kritischer Treffer plus 5. Ah, ja. Sehen bestimmt cool. Der Tempel muss ganz nah sein. Was machen wir, wenn das Treffen bereits vorbei ist? Alle töten. Was meinst du? Du sollst aus einem bestimmten Grund den Imperator töten. Aber was ist, wenn wir zu spät sind und er bereits mit den Zwergen und Elfen gesprochen hat? Ja. Gut überlegt. Weiter so. Einen kann ich auch schalten. Mehr ist nicht drin. Mehr ist nicht drin. Aber es macht ja auch nichts. Ich meine, ich will ja auch nicht gar nichts mehr anderes machen, außer hier den, das letzte Leben aus dem Hals zu klutschen und er muss eigentlich nur noch wieder Rundumschlag machen, so wie wir es ganz am Anfang gemacht haben. Gib alles. Nee, nicht die Schattenkugel. Die Schattenkugel ist böse. Das ist besser. Ja. Schaut euch das an. Ist es dann auch nötig, irgendeine andere Aktion durchgehen zu lassen? Ich meine... Der macht ja alle alleine. Der braucht ihn ja gar nicht. Und das kann man nicht kontern, da es Magie ist. Winning Game. Schade. Der Imperator muss sterben, Stix. Egal was ist. Na gut, dafür wird ja neuer kommen. Okay, anders gefragt. Was machen wir mit den Diplomaten der Zwerge und Elfen, wenn sie bereits hier sind? Ich denke, wir sollten alle Zeugen beseitigen. Das ist ernst. Wir können keine Risiken eingehen. Wir sind im Krieg mit den Menschen. Nicht den anderen. Es geht nicht um Krieg, es geht um Informationen. Heißt also, wenn die Bündnisse der Menschen, Elfen und Zwerge zustande kommen, dann gilt das Bündnis. Egal, ob der Imperator oben steht oder nicht. Weil das sind alles, naja, plus minus auch Ehrenwerte. Betritt den Tempel, neue Aufgabe. Okay. Dann betreten wir
diesen Tempel, der in Fels gehauen wurde, in der nächsten Folge von... Hallo. Jetzt kommt nicht, die haben uns noch nicht gesehen. Boah. Blöd, blind, Berserker. Okay, jede Menge Leute, jede Menge zu tun. Das alles in der nächsten Folge von Off Orcsman. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auf meinem Kanal vorbei, da gibt's mehr von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.